25:13, Spielzeit 23 Minuten, Ausgleich 1:1. Und dann 25:19, Spielzeit 26 Minuten und 25:20 und die Spielzeit 24 Minuten. Der Schweriner SC gewinnt hier heute das Spiel, das Gipfeltreffen um Platz 1 und wir sind Tabellenführer. Schweriner SC! Und ich möchte auch gleich das Mikrofon weitergeben an unsere beste Trainerin. Sie soll heute hier ein Statement geben, oder du, wie war das gemeint, du, hier heute mal spielen, Schwerin gegen Wiesbaden. Ein Statement zum Spiel. Wiesbaden hat heute verloren, 3:1, es ging um Platz 1. Was sagt die Trainerin zum Spiel? Was war gut, was war schlecht? Die Trainerin sieht ja alles. Ich gebe dir zum Mikrofon. Also, muss ich natürlich mal sehr gute Fragen kennen. Und natürlich Fahrkreise, die haben und so große schöne Lebensspieler, die haben wir natürlich auch mit Passing. Das ist ja ein Passing, der uns in der zweiten Satz. Und ja, das war ein Hammer. Aber die Team von beiden Seiten sehr gut gekannt. Ich liebe meine Team auch sehr gut. Und sie haben heute ziemlich viele Punkte gekannt, und ich denke, das ist sogar nicht angehalten. Aus meiner Sicht nochmal, es war ja heute das Spitzenspiel. Schrien hier gegen Wiesbaden. Erster gegen Zweiter, vielleicht war ja schon jemand Kamelle Zweiter. Jetzt geht sich das mit dem Nachholspiel. Ist das Spiel gerecht gewesen vom Ergebnis oder vom Niveau her? Hier war heute das Topspiel der ersten Bundesliga Volleyball der Damen. Ich denke schon, dass heute ziemlich viel beider Seiten heute noch gespielt wird. Unser Team hat zwar verloren, aber nicht nur unbedingt, dass wir alles negativ, sondern wir sehen, dass wir auch auf dem sehr starken Team, auch mit der starken hier auf dem Feld sind, gezeigt haben, sehr gut gespielt. Aber okay, wir haben leider verloren und Schweriner Sportclub, jetzt Bundesliga in Winzburg, eine Woche, anderthalb Wochen, Entschuldigung, ich bin mein Kalender, 8 Tage. Sie müssen noch stehen bleiben, weil du darfst noch stehen bleiben, du musst noch die beste Spielerin beim Schweriner Sportclub führen, er die beste Spielerin bei Wiesbaden. Also eine Minute noch, also nochmal ganz kurz. Also, 8,5 Tage, hat er gesagt, mit der Film, der so ähnlich ist. Dumme Alexandersen hier heute zum Spiel in Witzbibung verloren, Europapokal gewonnen, heute wieder gewonnen. Es ist ein verrücktes Jahr 2010. Hier kriegst du was mit dir. Dumme Alexandersen! Ich möchte zuerst auch herzlich danken für die gewaltsame Unterstützung. Es ist immer schön, hier im Studium zu spielen. Und ich finde, dass wir heute ein gutes Spiel gespielt. Einzige negative Sache ist unser Anfang, ist das halt mit einem großen Rückstand, aber dann auch großartig hat uns so gut bekämpft. Auch kleine Jungs mit 24, 22 und 2 Satzbälle und könnte sich das Satz gewinnen. Aber danach finde ich, dass wir irgendwann auch die beste Mannschaft gute Aufschläge. Ich finde, dass unsere Mannschaft mal wirklich viel besser in den 2 Spielen vorhin mich dahin. Und ich muss sagen, was schon in Völker heute gemacht hat. Das Charlie Jans hat heute 10 Punkte und Christian hat 19 angefangen. Das ist jetzt haben wir 3-4 Tage im Urlaub. Ich glaube, wir werden
brauchen sie jetzt nach dieser hektischen Zeit, bevor Weihnachten die Streitung zu essen ist. Wir freuen uns aber jetzt verbrennt für dieses Jahr nochmal und wie gesagt, Dankeschön. Und unter deinem Urlaubschein noch hinterschrieben ist, wenn ich ihn dahin unterschreibe. Dankeschön, Anton Alexandersen. Und jetzt kommen wir zur Wahl der besten Spielerin, die beste Spielerin aus der Sicht der Trainerin vom 1. FC Wiesbaden beim Stettiner SC. Wer war heute aus deiner Sicht die beste? Ich bin heute Nummer 9. Die Nummer 9. Und das dürfte dann wohl Christine Gassen sein. Ich finde, das ist schwierig, weil wir alle ganz gut sind und vorbereitet im zweiten Pistenbereich. Mein Ziel ist immer Linda Dörner. Okay, dann sagt mir noch was. Linda Dörner, beste Spielerin in unserem Westen. Und Linda ist also hier natürlich noch gar nicht so lange weg. Und Linda kommt ja auch noch mal für den ganz kurz hier. Unser Präsident steht ja auch noch vor der Kante. Unser Präsident, auch noch kommt der Kini hier. Doch, nee, jetzt machen wir hier vor der Kante, vor der Empfehlung. Kini, noch mal ganz kurz das Mikrofon an den hierher gereisten Tabellenführer, jetzt ein Kind der Tabellenführer, vielleicht ein Statement mit der Frage, Herr Kini, unser Präsident auch noch. Ja, schönen Dank für die nette Atmosphäre hier. Ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie nach Wiesbaden kommen, wir werden unser Bestes tun, um die Angelegenheit zu korrigieren. Das verspreche ich. Ja, die letzten Wochen waren ganz anstrengend für unsere Mannschaft, für unser Umfeld, für die Fans auch. Vielen Dank an euch, dass ihr so zu der Mannschaft gestanden habt und dass wir heute hier gewonnen haben und auch die Punkte des letzten Woche. Das ist auch ein riesiger Erfolg der Mannschaft. Dafür nochmal vielen Dank. Groß geworden ist, dann gewechselt nach Wiesbaden. Hast du dir das heute ausgerechnet, dass es so spannend wird? Und wie geht es dir überhaupt in Wiesbaden? Wir lesen ja nichts mehr. Könnt ihr nicht mehr lesen, oder was? Also, wie geht es mit Wiesbaden? Wie ihr gesehen habt, glaube ich, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass viele gewinnen. Ich glaube, es war ein relativ enges Spiel, auch gar nicht so ein schlechtes Spiel. Schrieben war einfach durchschlagswürdiger im Angriff, verdient gewonnen. Bist du im Stand, aber ihr müsst halt noch nach Wiesbaden kommen und da gewinnt man so einfach. Braucht ihr da noch einen Einspringen? Die Frage zieht zurück. Christi Kaspersky, beste Spielerin heute beim Stettiner SC. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht auch ganz kurz einen Satz hier heute im Spiel. Dankeschön, dass ihr hier wart. Prost, guter Pilz, ja, ihr könnt auch da.